Flora, Fauna, Bäche und Felsen. Die Fränkische Schweiz. Los geht die 15 Kilometer lange Wanderung durch die schönsten Ecken der Region im Luftkurort Gößweinstein. Nach dem ersten Anstieg erreichen die Wanderer rund um den Experten Gerhard Zuber den Gipfel des Kreuzbergs. Der Endpunkt des Kreuzwegs der Wallfahrer ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte auf die Wallfahrtsbasilika. Der Anstieg soll nicht der letzte bleiben. Also hier ist es eine sehr sportliche Tour. Wir haben hier etliche Aussichtspunkte, ob in Gößweinstein oder hier auf dem Fahnenstein. Für Familien muss man Grenzen ziehen, weil es ist eine sportliche Tour, eher für Jugendliche, weil das Profil eigentlich schon ein bisschen alpin ist. Wenn man die Wege sieht, die Beschaffenheit der Aussichtspunkte, ist es eine sportlich anspruchsvolle Tour. Die Familien, nur Kind am Kraxen, dann geht's, aber sonst würde ich sagen, eher nicht. Die Wallfahrtsbasilika kann man dann aus der Nähe betrachten. Errichtet im Jahr 1240, ist sie eine der bedeutendsten Kirchen der Barockarchitektur. Die Karl-Brückner-Anlage bietet dann schattige Wege entlang der Pücklach bis hinauf zum nächsten Aussichtspunkt. Doch beim Naturerlebnis gibt es auch etwas zu beachten. Die Wanderung ist in erster Linie eine der schönsten hier im ganzen Verbundgebiet. Das Zweite ist, man muss natürlich auch Ausnahmen machen, was den Naturschutz betrifft. Schöne Gegenden haben immer Naturschutzbestimmungen und auch jetzt zum Beispiel in der Zahl der Vogelbrut dazu, dass man manche Strecken einfach nicht laufen, sondern umgehen muss. Und das bitte ich halt alle zu beachten und zu respektieren, weil der Naturschutz vor der Wanderung steht. Im Tuchersfeld weist der Zeckenstein den Weg. Ausdauer und Sportsgeist sind gefragt beim Anstieg zum 445 Meter hohen Aussichtspunkt mit Blick über das Püttlachtal und dem nächsten Highlight der Tour. Das Fränkische Schweizmuseum hier unter uns ist ein historisch gewachsenes Museum, das natürlich über die Geschichte der gesamten Fränkischen Schweiz Auskunft gibt. Die ist sehr umfangreich. Es wird hier Brauchtum gezeigt, es wird Volkstum, Folklore gezeigt, aber natürlich auch die Geschichte. Auch die Würden des Krieges darf man nicht vergessen. Der Kriege im ganzen Mittelalter sind ja hier auch durchgezogen und es ist immer einen Besuch wert. Die Wanderung endet beim Namensgeber der Tour, der Bärenschlucht. Felsformationen spenden den Wanderern hier auf den letzten Metern Schatten. Und wer, wie unser Filmteam, den Tag rasant ausklingen lassen will, der fährt noch nach Pottenstein zur Sommerrodelbahn.